Entschuldigung, falscher Knopf. Thomas. So, ich bin schon raus. Ja, aber wa warum können die hier bei Dunkelheit so rumsitzen? Ist hier nochmal ein Monitor so schlimm, oder? Nee, ist eigentlich ein Bild, ne? Okay. Springen in die Schule, Schmuggel! Ich hoffe, das war das monatelange Nachsitzen wert, dass dir das reinbringt. Oder lieber ein richtiges Haustier, eine Katze oder eine Kröte. Einfach was noch. Oh, macht. Scheiße, ein Heuler. Okay. Scheiße gelaufen, aber hey, was will man mehr, ne? Die noch Musik. Es ist doch morgens. Oder habe ich so lange gebraucht, dass es wieder abends ist? Kann gut sein, ne? Was ist denn für Zeit hier überhaupt? Kann man es überhaupt sehen? Was für Zeit? Keine Ahnung. Auf der Karte eventuell? Nein. Kann ich hier wieder irgendwie. Ich muss doch hier. Talente können wir noch nicht haben, aber. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben. Warten. Warte mal kurz. Mit Doppel. Okay. Die zwei Sticks reindrücken, dann ist warten. So, jetzt haben wir den Fehler wieder. Toll. Okay, das geht nur auf der Karte selbst. Okay, warten mit R. Oh, okay, alles klar. Ja, steht ja eigentlich da, ne? So, es ist morgens. Jo, und der Bildschirm ist am Arsch. Ihr seht das zum Glück nicht, denn das ist eins davor. Ach, mein Gott. Naja. So. Nicht schon wieder! Oh. Praxia Maul hat mir das Baden erlaubt, in dem jeder Schüssel aus der ich streckte mein Haupt. Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe. Bitte, Peeves, ich bin spät dran. Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp. In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg. Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch. Zur Vergeltung die Schule ich zwang unter mein Joch. So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst unheimliche Kanone über sie brächte. So, heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese spezielle Toilette meiden, da sie einer von Peeves liebsten Orten für Streiche sein soll. Diese Zusage. Stimmt, ne? Pro Woche, wenn ich mich betrage. Nordgang zum Kolleghof. Das zahle ich dir heim. Oh, guck mal. Hui, dieser komische Dingsbums. Okay, wir gehen weiter hier. Oh mein Gott, das ist einfach so viel, ne? So viel zur Verarbeitung. Also wirklich. Es ist schon nicht wenig hier, was man machen muss. Und rein in die Bude. Wumms. Mann. Wenn man hier rauskommen würde, ey, ich krieg glaube ich die Krise, ne? Jetzt hoch? Dass man hier überhaupt noch wissen, dass man hier noch weiß, wohin, ne? Das ist der Unterrichtsraum? Hier ist er, oder? So. Hallo. Ja, dann warten wir jetzt mal eine Runde. Professor, schön Sie zu sehen. Sie auch. Merlin sei Dank sind Sie unversehrt. Ich habe von dem Angriff gehört. Trolle in Hogsmeade? Sir, die Trolle trugen Rüstungen. Sie glühten dunkel, so wie das Drachenhalsband. Koboldsilber. Renrock hat damit den Drachen kontrolliert. Aber wie? Und warum schickt er Trolle? Sie waren meinetwegen da. Ich habe gehört, wie Renrock mit Victor Rookwood sprach. Renrock war in Hogsmeade? Mit Rookwood? Die Trolle waren Renrocks Ablenkung, damit Rookwood mich holen konnte.
Das hätte er geschafft, wenn Serona und die Gäste im Drei-Besen nicht eingegriffen hätten. Das ist nicht gut. Das ist, glaube ich, ein Fehler, ne? Und schwarze Magier hinter ihnen her sind, wollen sie, was wir bei Gringotts gefunden haben. Sir, sie flackern, ne? Ein bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Apropos Gewölbe. Denken Sie, Renrock arbeitet mit Kobolden aus Gringotts zusammen? Nein, die Kobolde von Gringotts sind zumeist nicht die freundlichsten Wesen, aber sie sind höchst zuverlässig. Nein, nach der Sache mit dem armen Bankier wage ich zu behaupten, dass die Kobolde bei Gringotts keine Anhänger von Renrock sind. Sie wollen das Medaillon. Professor, Sie sagten, Sie hätten etwas darin entdeckt. Ja, ja. Ich entdeckte eine Inschrift. Als ich sie laut vorlas, erschien diese Karte. Clevere Verzauberung. Es ist zwar eine Karte von Hogwarts, aber ich weiß nicht, wohin sie führt. Sie führt zur Bibliothek. Genauer gesagt in die verbotene Abteilung und etwas weiter. Ich sehe Spuren von Magie auf der Karte. Ich dachte mir schon, dass Sie etwas sehen. Gehen wir? Ich weiß, Ihren Enthusiasmus zu schätzen, und ich bin ebenfalls gespannt, was wir dort finden. Aber wenn unsere Erfahrung in Gringotts, ganz zu schweigen von Miriams Schicksal, mich etwas gelehrt hat, dann, dass diese ganze Sache höchst gefährlich ist. Ich möchte, dass Sie mit Professor Hackett arbeiten, bevor wir fortfahren. Aber wie gefährlich kann es in einer Bibliothek sein? Wir suchen doch nur ein Buch. Vielleicht geht es wirklich nur um ein Buch, aber wir sollten auf alles gefasst sein. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre Verteidigungszauber verbessert haben. Ich werde Professor Hackett sagen, dass Sie kommen. Der Professor mit den Flackerlichtern, ne? Der Kollege ist aber auch ganz schlimm. Hallo? Cool. Wir können aber nicht da runterspringen. Okay. Können wir jetzt da irgendwo noch was guck mal. Rebellion. Schade, hätte ihr das sein können. Ich sollte ein andermal wiederkommen. Ja, da hinten gibt es noch Truhen. Das lassen wir auf jeden Fall nicht entgehen. Okay, ist geschlossen, kann man nichts tun. Leider Gottes, tut mir leid. Hm. Schön haben wir es hier. Also wirklich schön. Ich bin genau. Oh, eins runter. Okay, okay. Auf der Minimap steht eins runter. Achso, ja gut. Auf der Minimap ist ja auch ersichtlich, was es ist. Können wir mal kurz schiffen? Jo, da gibt es überall diese Truhen, ne? Ich hoffe, irgendwann in diesem Spiel werden wir uns noch zurechtfinden. Keine Ahnung, wann das ist, aber wir werden es tun. Ah, hoppala. So, an diesem wunderschönen, ausgestellten... Ob mir eine freundliche Seele... Rebellion. Was auch immer das ist. Und wo klappert es jetzt nochmal? Guck mal hier. Hm. Egal. Wir gehen nochmal durch. Ach so. Jo. Madame Hackett. Bam, 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 bam. Wir sind wieder hier, um zu lernen. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind.
Zwei runde gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training im Zauberkombination mit Lucan Rattleby durchführen. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Warum nicht? Hallo. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak. Das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Ich lasse mich eigentlich nicht gern mit Gestank einsprühen. Nur wenn du verlierst, was mir nie passiert. Oder zumindest nicht oft. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Da haben sie aber ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Ja. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Da war zwischendurch meine Quest aufgenommen. Ich sag mal... Okay, wir müssen ja eh zweimal gewinnen, dann müssen wir eh diese Nebenquests machen. Dann machen wir das jetzt halt so. Sprich mich Lucan Bradleby? Keine Ahnung. Wir werden jetzt das tun. So, wieder durch diese Luke sollen wir gehen oder so? Keine Ahnung. Achso, gedrückt halten ist das Ziel, ne? Okay, kein Problem. Wir halten das, ja, oh, stimmt, das Ding hier wieder, ne? Mit Peeves und so, kennen wir ja, wir sind genau vorhin hier durchgelatscht. Rebellion. Auf dieser Karte ist, wie spricht man das aus? Argyllshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören, die Heimat der schwarzen Hebridendrachen. Das ist ganz im Norden, ne? Orshire oder so in der Art. Uhrenturm, wir kommen. Muss man jetzt zwei, dreimal la. Okay, keine Ahnung, egal. Wow. Einmal Besen rundherum fliegen, kein Problem für die Damen und Herren. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. So, da hinten, ne? Bei mir im Schwarzen, aber das kriegen wir hin. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Freut mich zu hören.
Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst